Und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Ich werde erstmal hier voll krass ernten. Bäm. Oh. Oh! Blaubeeren sind fertig. Oh, es sind so viele. Mega nice. Ich glaube, damit könnten wir ja jetzt langsam mal zum Community Center gehen. Oh, ich liebe es, wenn es regnet. Das ist so geil. Da würde ich auf jeden Fall auch sagen, warte mal, die Blueberries brauchen wir. Was brauchen wir noch? Wir brauchen die Melone und dann mal die Tomate. Da wird Pepper. Das kann ich verkaufen. Komm, kommt das hier rein. Und eigentlich kann ich das ja auch verkaufen. So, ganz kurz nochmal überlegen. Ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und ich brauche das, oder? Das muss doch alles sein. Hübbede, 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 hübbede. Perfekto Manico. Das geht leider, glaube ich, schon in den Schrein. Ich muss da schon hin. Okay, okay, okay. Dann machen wir das mal. Must be deposited in the Community Center. Oh. Dann deposited wir das mal in... Das auch noch verkaufen. So, dann disposieren wir das jetzt mal ins Community Center und danach kann ich die Blaubeeren verkaufen. Dann habe ich morgen bestimmt genug Geld für die gute Angel. Ich bin der dümmste Mensch der Welt. Ich kann am Community Center vorbei gleich in die Mine gehen und kann mich dem nachher jetzt schon mal vorbereiten. Das wäre dämlich, wenn ich hier... Nein! Ich will... Leck mich doch am Arsch. So. Eine will ich behalten. Wie kriegen die überhaupt? Ja, ist ganz okay. Wie cute da liegt. Das macht mich so fertig. Ich will die Melone nicht essen. Das nervt mich nicht. So. Ach ja, hier das Eisen. Wo mache ich denn das Eisen? Das Gold hin. Ich schmeiß es mal hier rein. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Was brauche ich? Ich brauche das. Ich brauche das. Das war's, ne? Nehmen wir jetzt hier noch so mal Geißel, noch die ganzen Crepes mit. So. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen dann auf jeden Fall mal Steine farmen oder sowas. Oder Kohle und also so Schrot. Wobei ich habe, glaube ich, irgendwas, was man auch Kohle herstellen kann. Ja. 20 pieces of wood into 1 piece of coal. Wow. Könnte ich machen. Mache ich bestimmt auch noch. Aber wir brauchen eh, denke ich mal, noch ein bisschen Stein und dann machen wir das einfach mal. Und wir hatten morgen sicherlich 1800 zusammen haben für die bessere Angel, mit der ich dann auch hoffentlich endlich Köder verwenden kann. Das wäre ganz nice. Das wäre very nice. So. Ja, ist ja gut. Ja. Oh ne. Exotik. Was ist das hier? Winter. Ah, aber eine Crystal Fruit haben wir ja schon mal. Und das Ding hier haben wir auch. Bridge Repair. Ach, ist das hier alles, wenn ich das alles habe, der Reroute. Das kann ja noch ewig dauern, wobei es geht. Das hier kann vielleicht noch dauern. Pine Tree, Oak, Raisins, Maple. Stimmt, ich muss doch hier nochmal gucken, was hier... Ich habe doch hier irgendwo so ein Dingens mal gehabt. Warte mal. Exotic, Winter, Fall. Hä? Wo muss ich denn mit dem Zeug hin? Hier hin? Da. Bundle complete! Hä? Mädel, wo läufst du hin? Mädel, lauf doch nicht weg! Tuaa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 a
Och nee, nicht das, oder? Purchase, Reward, Bus Repair. Meine Güte. Ach Gott. Gut. Ich hab gehört, wir gehen in das Dungeon. In das Dungeon? Jo. Ich habe jetzt meinen geilen Insektenkopf wieder. Ich liebe den Insektenkopf. Es gibt nichts Besseres als einen Insektenkopf. Wo muss er schlagen? Ja. Ich glaube, Linus wird nicht irgendwo rumstehen, aber denke ich mal, wird sich im Haus sein, ne? Linus! Linus, Linus, Linus! Wo bist du, du kleiner Lümmelmann? Da ist er! Ich möchte ihm den Traum schenken. Ja, Linus! Ich mag Linus voll. Oh, sogar schon drei Herzen. Wir sind voll krass Besties. Yo, yo, yo. Und so. Kann man den heiraten? Nein. Ich weiß auch gar nicht, wen ich heiraten will. Und dann, jetzt geht das wieder los. Dann sagt mir bestimmt wieder Leute, wie was Story of Seasons den ganzen Tag, wenn ich heiraten soll. Oh nein. Bitte lasst es. So, ich würde mal sagen, keine Ahnung. 40. Kohletierchen, Tropfen Kohle. Und ich bin mit denen drin. Stirb! Oh ja, zwei Stück Kohle. Und eine Kackfledermaus. Oh, scheiße. Ich hasse dich, Fledermaus. Ha! Das ist geil! Ja, Mann! So. Okay. So Eisen ist ja immer gut, ne? Du blödes Pisservieh, ne? Wo bist du? Mir egal, wo du bist. Da bist du. Hier. Oh, es hätte sogar zwei. Drei. Übertreibt's mal, ne? Übertreibt's mal, ihr kleinen Spastis. Oh mein Gott. Diesen großen Felsen, die werde ich zerschlagen. Schlag, schlag. Oh. Jetzt gehen wir nicht auf den Piss. Was bist du? Na was? Bam. Bam, bam, bam. Ich bin noch ein bisschen überfragt, wie ich mein Zeug verbessern soll, weil es war wirklich hart, als ich da war unten. Da musste man wirklich schon. Ja, das war schon. Vielleicht war ich schon ein bisschen, einfach ein bisschen überrascht. Vielleicht sollte ich nochmal probieren, aber ich brauche jetzt erstmal die ganzen Stoffe. Die Rohstoffe. Ups. Ups. Stirb, stirb, stirb. Danke. Gibt es etwas Nervigeres als diese blöden Fledermäuse? Ich glaube nicht. Bitte bleib einfach weg von mir, Fledermaus. Bitte. Oh. Was haben die für ein Problem? Meine Phrasen. Ich habe nie was getan. Huch. Ah. Perfekto Manico. Was gibt's hier? Oh, wow, Jade und Cave Carrots und überhaupt und kleine Schwabbel. Schwabbel, 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 so. Ich bin auch ein kleiner Schwabbel. Ja, sind alle Schwabbel. Sie rumspringen. Ja, komm. Ne. 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 Hua, hua, hua. Wow. Ich habe zwei Stück Kohle erst gefunden, aber ernst? Das gibt's aber nicht. Ich hasse sie. Ich hasse sie. So, was gibt's denn jetzt hier noch so? Diese Dinger hier, Quarz. Oh Mann, ihr könnt ruhig auf das mal Kohle troppen, ihr kleinen Dinger. Oh nein, dein Ernst. Oh, wie es mich einfach mal nur anpisst. Ich hasse das. Mann, das ist voll unfair. Also, es ist nicht unfair, aber es ist voll nervig. So,
Ist hier oben noch irgendwas? Nee, dann schnell runter, bevor die kommen. Geh weg! Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Ha, verarscht. Oh, ganz viele kleine Schwabbel. Das sind keine Schwabbel, das sind Flauschis. Schwabbel sind die anderen. So. Wie viel Stein habe ich eigentlich schon gesammelt? Bam. Oh, fast nicht mal 50. Wow. Ich dachte, dass ich für so ein Ding hier 20 Steine kriege oder so. Mal gucken, wie viel ich rauskriege. Oh, 10. Na gut. Na gut. Ist auch okay. Zwar noch die Hälfte, aber okay. Dip, dip. Voll der spannende Shit. Voll der spannende Shit. Es ist voll der Shit und es ist nicht spannend, aber es ist voll der spannende Shit. So, und da ist wieder so einer unserer Freunde. Na komm her. Du Spastifi. So. Geht so hier, ne? Es ist so pralle spannend. Nee, nee, nee. Ich geh mal in die 50. Da ist bestimmt mehr los. Da ist gar nichts los. Hier, guck mal, hier. Ich komme nicht weiter. Hier, guck, ein Stein. Oh, ein Geist. Guck hier, Körperohr und so. Voll toll. Ach, du Arsch. Ich bin ja noch am Kämpfen, ne? Wo ist er denn? Kratz. Alter, bin ich gut. Oh, Kombo. Mi gusta, mi likes. Nee. Ich will es einsammeln. Huh, was bist du denn? Aquamarine. Na gut. Lass mal durchgehen. Da morgen kann ich endlich angeln. Und rangeln. Also ich kann jetzt schon angeln, aber ohne Köder. Und das ist scheiße. So, sonst noch was? Sonst noch irgendjemand ohne Fahrschein hier? Nee. 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 Na gut, dann muss ich wohl den Gang nach unten finden. Oh, ich habe fast 100 Steine gefunden. Das ist nett. Ich finde gerne Steine. Hallo, ist da jemand? Was war das? Ich hab nichts gedrückt. Ich schwöre. Oh ne, das habe ich schon geöffnet. Wow, das war mega unspektakulär gerade. Oh, was haben wir denn hier? Was bist du? Du bist ein Diamant. Du bist ein Diamant. Das ist aber schön von dir. Na, 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 na. Schleimi. Schleimi. Schleimi, schleimi, schleimi. Schleim. 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 Okay. Ja, wieder normales Eisen. Jetzt habe ich da irgendwie Steinhaufen. Nee, nur Eisen. Mann. Kohle wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ha. Ha. Also so richtig geht's hier nicht ab. Ich glaube, ich brauche eine bessere Pickaxe. Auf jeden Fall. Weil ich vermutlich auch, muss kostet das um 5000 oder so, die zu verbessern. Weil ich dann denke ich auch bald in Anspruch nehmen, diesen Dienst. Oh, mit krasser Musik! Einfach nur hier stehen bleiben und klicken. Wird schon alles irgendwie sich auflösen. Na komm. Oh. Schon mal einen Weg nach unten. Oh komm, du nerviger Scheiß-Kackgeist. Du gehst mir so auf den Keks. Oh. Oh, noch mehr Aquamarine. Na komm. Ah. Yay. Wow, zwei Aquamarine. Bam, ins Gesicht. Wupp, wupp. So, und es wird, denke ich mal, ein Amethyst sein. Ja. Ich bin voll der Edelsteinkenner. Ich bin eine Frau, okay? Nee, keine Ahnung. Doch, ich bin eine Frau, aber. Edelsteine sind halt Edelsteine.
Ich weiß gar nicht genau, was bringen Edelsteine. Also ich kann es verstehen, wenn man die irgendwie zur technischen Verarbeitung von irgendwas braucht. Aber sonst haben die doch eigentlich keinen Nutzen, außer schön zu glänzen, oder? Ich kenne mich da nicht so aus, aber... Hä? Wer braucht das? Oh, ein Stein. Ich stehe auf Steine. So, was machst du da? Sterben, ach so. Oh nein. Nope. Oh, ein Aquamarine. Chip, 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 chip. Sonst ist hier gar nichts, ne? Da kann ich auch runtergehen. Mach mal Platz hier. Wow, zum Glück gibt es hier nicht irgendwie viele Schwabbel oder so. Ich bin von Schwabbeln umgeben. Scheiße. Scheiße. Ich bin von Schwabbeln. Ich glaube, das ist gerade dramatischer, als es noch gerade ist, weil die machen irgendwie kaum Schaden an mir. Alter. Das war nicht schlimm, aber als ich schon langsam wurde, hat dann die Kacke doch so ein bisschen gedampft. Jetzt. Und sie wird müde. Was ist das? Ein Fisch? Was werfe ich schon mal weg, damit ich diesen geilen Fisch kriege? Ich will gar nichts wegwerfen. Ich werfe weg. Ich werfe weg dieses Quarz. Jetzt habe ich einen Geistfisch. Das will ich aber auch haben. Da werfe ich nochmal Quarz weg. Ich glaube, das Winterboot ist scheiße, aber trotzdem. Ich will es haben. Gut. Ach stimmt, es hat also geregnet. Ja, wie geht's eigentlich meinen Hühnern so? Ich könnte eigentlich auch mal nach den Hühnern gucken. Ich habe die irgendwie heute völlig vergessen, glaube ich. Oder? Ja, habe ich, glaube ich. Ich bin eine furchtbare Farmerin. Ich vergesse meine Hühner einfach so. Ja. Blick, 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 blick. Tschiu, tschiu, tschiu. Okay, wie geht es meinen Chicks? Na ja, ihr habt Eier gelegt, das sehe ich doch. Aber mein Inventar ist voll. Chick, chick. Das heißt, ich komme gleich nochmal. Chick, chick. Warum laber ich so? Chick, chick. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Geht da rein, Mädel, heute noch, danke. Oh, Kiro liegt zwischen den Kisten. Das ist ja fast wie ein Echt. Hallo, ich würde gerne eine Kiste öffnen. Boah, wie dumm ist das? Ich kann die Kisten nicht öffnen, weil Kyoto da liegt oder was. Ist halt zwar anders. Nein. Kyoto so. Du bist scheiße. Stieg da jetzt. Du kommst halt nicht ran. Danke, Kyoto. Die ist voll. Das ist doch nicht euer. Ich mach mal ein bisschen Platz. So. Melon Charlie, Melon Charlie. Melon Charlie! Melon Charlie! So. Nein, 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 nein. Ich hab gerade auf die Uhr geguckt. Mann, ist das asozial. Ich wollte mich schon nur. Ich wollte mich schon nur um die Tiere kümmern. Wow, ich hab übrigens hier Geld gekriegt. Mann, jetzt habe ich mich wieder um die Tiere gekümmert, doch konnte ich ins Bett. Oh. Es gab keine Konsequenzen? Okay. Und Kyoto ist mal da. Der Sack. Ich habe gerade mal 6 Stück Kohle gefunden. Ne? Das muss man sich mal überlegen. Müsst ihr euch mal überlegen, Leute. Kann man eigentlich höher als 99 stecken? Ich glaube, doch kann man. Jade, Slimes. Ich könnte mal die ganzen Geoden wieder aufbrechen. Wobei, so viel habe ich, glaube ich, gar nicht. Hä, lol. Die armen Hühner. Jetzt konnte ich gestern gar nicht die Eier holen. Mann. Wegen eigener Dummheit. Mann! Liegen die wenigstens heute noch da? Ich mach mal auf hier. Oh! Oh!
doppelt so viele Eier. Bam! Bester Tag ever. Oh, ich habe sogar hier Large Egg. Wie große Eier. So. Ich brauche, glaube ich, bei zwei Kisten für Lebensmittel. Oh! Mensch, Kyoto, mal woanders unterwegs. Wie der läuft. Das hat keine Laufanimation. Das ist so geil. Ich liebe es. Okay, der Ghostfisch kann damit raus. Wir brauchen das hier und das hier. Dum, dum. Oh. Erntorino, yeah. Wupp, wupp. Da geht's ab. So, aber erstmal hier das Ding füllen. Haben wir gestern ganz gut Geld gekriegt, würde ich mal sagen. Ich bin mal gespannt, wie es dann im Anbeißen läuft, wenn ich dann besser bin in, ihr wisst schon, Dinge tun. Ich weiß gerade übrigens auch gar nicht, ich bin ja hier am Kombat aufgestiegen. Das habe ich gerade gar nicht so mitbekommen, weil ich so mit mir beschäftigt war. Scheiße, das habe ich gar nicht gesehen, was ich jetzt hier Neues machen kann. Warrior Ring. Okay. Ich brauche, glaube ich, einen Warrior Ring. Das klingt mega geil. Concentration of Negative Status Effects. Nee, aber so ein Warrior Ring? Den brauche ich. Ach ja, ich habe doch hier irgendwo. Huch. Muss ich auch noch gucken. Ich brauche hier irgendwo noch so einen komischen Dingens, wo man hier Zeug vom Baumharz oder so sammeln kann oder Sachen, ich weiß gar nicht. So ein Sammelding oder vielleicht sammelt man da einfach nur andere Sachen. Ich habe keine Ahnung, aber so einen Sammler habe ich irgendwo am Baum hängen. Den muss ich schon mal suchen und gucken, ob da was drin ist. Das war mal eine Option. So, ich glaube sogar davon sind noch Radieschen, die fertig sind, hä? Ja. Die sieht ganz schön fertig aus. Ja, mein langer Tag. Wenn ich wieder hier rumlaufen lasse. Aber die müssen keine Angst haben. Ich meine, hey, schließlich passt ja Kyoto auf sie auf. Ich glaube, sie passen eher auf Kyoto auf. Ach, schön, glaube ich, was ernten. Sieht das irgendwie gar nicht so richtig, dass man was ernten kann hier. Witzig. So. Radieschen und davon und hiervon und überhaupt von allen ein bisschen was. So, sehr schön. Nice. Quality Sprinkler. Ah, das wird einmal drumherum hier sprenklern. Kann ich ja zum Beispiel an Orten wie hier platzieren. Dann wird das hier alles gesprenklert. Kann ich Quality Sprinklers eigentlich schon selbst herstellen? Was ist das hier? Slime Egg Press. Hab ich nicht irgendwo hier? Einfach nur normalen. Na gut. Na gut. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja, eine Angel kaufen. Ach nee, ich wollte nochmal gucken. Wo habe ich denn das hingehangen? Ich hatte doch irgendwo so ein Marble. Was weiß ich. Auffangding. Bestimmt irgendwie mal aus dem umgehauen oder so. Weiß das irgendjemand? War da hier unten irgendwo? Ich habe keine Ahnung. Boah. War da hier? War da oben? Na, da! Da ist gar nichts drin. Was soll das? Menno. Ich kann ja mal gucken, wie es mit den Pilzen aussieht. Nye. Oh, Kyoto! So nice. Hier. Ah! Cool, ich kann... Nein. Sachen. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen machen soll. Also ich kann die fressen. Bring auch relativ viel Energie. Ich denke mal, ich kann auch später mit dem kochen auch noch. Warte mal, ich würde die aber erstmal alle hier reinschmeißen, meine Güte. So. Gut. Hol ich mir jetzt den Angel. Ich verkaufe erstmal. Gucken, wie viel Geld die bringen. Und dann gibt es bestimmt auch wieder ganz viele Regenwürmer, weil es ja auch geregnet hat. Vermute ich einfach mal. Ich weiß nicht, ich bin jetzt keine Regenwurm-Expertin, aber die kommen immer raus, wenn es regnet. Ich spüre da was, wisst ihr. So. Down. Down. Down.
Na komm, latsch, Mädel. Ich bin so froh, wenn ich einen Pferdestall gebaut habe. Okay, und ob es hier viele Regenwürmer gibt und ob wir was angeln werden, das erfahrt ihr allerdings erst in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, wie Let's Play Stardew Valley, ich sammle schon mal Sachen rein. Bye.